ist halb vier. Wer ist das? Bleib liegen, Schatz. Ich seh nach. Konstabler! Verdammt, wissen Sie wie... Elwine? Was machen Sie denn hier so spät? Oh, Constable, wenn Sie wüssten, was ich gerade Schreckliches gefunden habe. Gott, Sie zittern ja. Bitte kommen Sie mit. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Nun mal eins nach dem anderen. Was machen Sie so spät hier draußen? Spät? Ach so, ja, spät. Elwine. Meine Schwester hat ihren Geburtstag gefeiert. Sie lebt in Boscastle. Ich weiß, wo sie lebt. Die ganze Verwandtschaft war da. Wir haben wohl die Zeit aus den Augen verloren und dann... Jetzt sagen Sie nur nicht, Sie sind mitten in der Nacht von Boscastle bis hierhin mit dem Fahrrad gefahren. Mein Schwager wollte mich ja nach Hause bringen, aber der war total betrunken. Was hätte ich denn machen sollen? Was ist dann passiert? Nun... Ich hatte wohl auch einen Sherry zu viel. Bin von der Hauptstraße abgekommen, hab einen Schlenker gemacht und da hab ich mit dem Rad etwas Größeres gestreift. Etwas Größeres? Es war stockfinster. Ich bin vom Rad abgestiegen, hab mit dem Feuerzeug nachgesehen. Da war ein Karton. Der Deckel war offen und daneben lag... Da war... Ganz ruhig. Was war da? Da war ein Kopf. Ein was? Ein Männerkopf. Abgetrennt. Ich hab's genau gesehen. Wo? Etwa 3 Meilen von hier. In der Nähe der alten Öltanks. Gleich nach der O'Donnells Farm. Und Sie sind sicher, dass es kein Tier war? Constable, ich bin nicht unzurechnungsfähig, wenn Sie das meinen. Da war ein Kopf. Was haben Sie mit dem Kopf gemacht? Gemacht? Ich? Gar nichts. Ich bin schreiend davongerannt und direkt hierher gefahren. Also schön. Dann werde ich mich mal dort umsehen. Sie wollen doch wohl nicht alleine. Sie nehmen jetzt Ihr Rad und fahren nach Hause. Aber der Mörder ist vielleicht noch unterwegs. Noch steht überhaupt nicht fest, ob es sich hierbei um einen Mord handelt. Und selbst wenn, bin ich darauf vorbereitet. Bitte, seien Sie vernünftig. Als wenn Sie nicht schon längst wüssten, wer hier seine Hand im Spiel hat. Es ist gut, Elwine. Alle hier wissen es. Fahren Sie nach Hause, schlafen Sie. Es ist der Teufel. Er ist unter uns. Es reicht jetzt, Elwine. Ich will von diesem Gerede nichts mehr hören. Passen Sie auf sich auf. Ich werde für Sie beten, Constable. Als Constable Jim Brown die einsame Küstenstraße entlang fuhr, gingen ihm die Worte der alten Elwine Jackson nicht aus dem Kopf. Er kannte zwar die Bewohner der Dörfer in diesem abgelegenen Teil Englands gut, Aberglauben und die alten Traditionen hatten hier dem Fortschritt trotzen können. Und natürlich wusste der knapp 40-Jährige, dass Elwine Unsinn geredet hatte, dass hier nicht der Teufel am Werk war. Aber trotzdem verwirrte etwas den bodenständigen Mann aufs Höchste. Etwas, das er nicht erklären konnte. Ein Gefühl. Eine schwer zu beschreibende Kälte, die er so vorher noch nie gespürt hatte. Ihm war, als ob ihn etwas verfolgen würde. Ein unsichtbarer Begleiter. War es nur seine eigene Angst? Oder gar der Tod? Dann wollen wir doch mal sehen... Jim Brown schaltete seine Taschenlampe ein und schritt den Seitenstreifen entlang. Der Strahl durchschnitt den Dunst, geisterte über die Büsche am Straßenrand. Und dann, nach wenigen Minuten, erfasste er den Karton. Jim Browns Augen weiteten sich. Haare und rostbraunes, angetrocknetes Blut klebten an der Pappe. Ein schmieriger, ebenfalls von Blut durchtränkter Streifen zog sich über den Boden. Der Lichtkegel der Taschenlampe begann zu zittern, als Jim der makabren Spur folgte. Und was Jim dann sah, ließ ihm augenblicklich das Blut in den Adern gefrieren. Oh, verdammt. Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch... Nein, bitte nicht ins Gesicht! Du
verdammter Tor! Wie zum Henker kannst du nur einen Kopf verlieren? Ich weiß es nicht, Herr. Ich bin gefahren und plötzlich war der Karton nicht mehr da. Er muss mir vom Gepäckträger gerutscht sein. Und dann besitzt du die Frechheit, mir unverblümt wieder unter die Augen zu treten? Nein, nein. Ich bin die ganze Strecke nochmal abgefahren. Hab überall gesucht. Im Graben, in den Büschen. Aber der Kopf war nicht mehr da. Ach, pappalapap. Der Kopf kann nicht mir nichts, dir nichts verschwinden. Entweder hast du ihn übersehen oder jemand hat ihn gefunden. Was ist... Verschweigst du mir etwas, Tom? Da war eine Frau, ja. Ich erinnere mich. Sie fuhr nach Blyton auf dem Rad. Sie fuhr sehr schnell. Ich habe nicht gesehen, ob... Kennst du die Frau? Ja, ich habe sie schon mehrmals im Dorf gesehen. Also gut. Vielleicht hat der Kopf den Sturz unbeschadet überstanden. Ich muss ihn wieder haben. Ich fahr sofort los. Ich weiß, wo die Alte wohnt. Ich werde bei ihr einbrechen und den Kopf holen. Warte! Wenn der Beutel mit dem Plasma geplatzt oder ausgelaufen ist, kannst du alles gleich im Moor versenken. Dann ist der Kopf unbrauchbar. Hast du verstanden? Ja, Herr. Ja. Und sieh zu, dass es keine Zeugen gibt. Natürlich, Herr. Natürlich. Das Grauen, das Elwyn Jackson erlebt hatte, verfolgte sie bis in ihre Träume. Kalter Schweiß hatte sich auf ihrer Stirn gebildet. Immer wieder wälzte sie sich von einer Seite zur anderen, murmelte Unverständliches. Der Albtraum war so intensiv, dass sie nicht bemerkte, wie ihre Schlafzimmertür mit einem lauten Quietschen aufgedrückt wurde und ein Schatten an das Bett der alten Frau huschte. Wieder formten Elwyns Lippen tonlose Worte. Tom, der Bucklige, beobachtete die Schlafende mit einem verächtlichen Blick. Bald würden sich die faltigen Lippen schließen, für immer. Toms Augen leuchteten vor Aufregung. Das Gesicht zu einer hässlichen Grimasse verzerrt, hob der Unheimliche seine behaarte Rechte und presste diese auf den Mund der wehrlosen Frau. Du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du wehrst dich weiter, dann schneide ich dir die Kehle durch. Oder du bist vernünftig und beantwortest mir einige Fragen. Gut. Ich nehme jetzt die Hand runter. Ein Laut und du bist tot. Wo ist der Kopf? Der Kopf? Ich habe bereits die ganze Hütte durchsucht. Wo ist er? Ich habe ihn nicht. Lüg mich nicht an! Ich bin zum Constabler gegangen. Ich habe ihm gesagt, wo der Kopf ist. Er hat ihn geholt. Constabler Brown, hä? Ja. Ja, er muss ihn haben, ganz sicher. Danke, mehr brauche ich nicht zu wissen. Was tun Sie da? Ich habe Ihnen doch alles gesagt. Mary. Gott, Jim. Was machst du hier unten? Ich konnte nicht schlafen. Jim, du bist ja betrunken. Wo warst du? Was ist passiert? Ich kann es dir nicht erklären. Noch nicht. Weißt du, wie viel Uhr es ist? Ich wollte dich nicht wecken. Und was hast du in dem Schuppen gemacht? Im Schuppen? Ich war nicht im Schuppen. Na nicht? Aber ich habe Geräusche gehört. Deshalb bin ich überhaupt wach geworden. Geräusche? Ja. Ich dachte, du suchst was im Werkzeugschrank. Verdammt. Was ist los? Geh zurück ins Schlafzimmer. Ich fürchte, wir haben einen Einbrecher. Verdammte Scheiße. Wo steckst du nur? Ganz ruhig. Die Hände über den Kopf. Ich sagte, die Hände über... Mist! Hey! Hey! Stehen bleiben! Ach, verdammt! Jim! Jim! Nimm die Waffe runter! Gott, Mary, hast du mich erschreckt? Ich hab dir doch gesagt, du... Ich habe einen Schuss gehört. Das war ich. Hast du den Einbrecher etwa... Nein, nein, ich hab ihn verfehlt. Er hat mit einem Messer nach mir geworfen und ist getürmt. Hast du erkannt, wer es war? Ja, Tom, der Bucklige vom Schloss. Weißt du, was das heißt? Hör auf, Mary. Er gehört zu Dr. Satanos. Beruhige dich.
Er ist hinter uns her. Mary! Was wollte der Bucklige denn hier? Ich weiß es nicht genau. Aber du hast deine Vermutung. Hör zu, du gehst jetzt rüber zu deiner Freundin Amanda. Du bleibst bei ihr, bis ich dich wieder abhole. Aber ich kann doch nicht... Mary, ich habe jetzt keine Zeit, mit dir zu diskutieren. Ich muss dringend etwas überprüfen. Du willst doch wohl nicht aufs Schloss? Nein, zu Elwine Jackson. Zu Jackson? Aber was... Die Situation ist kompliziert. Bitte, Mary. Ich werde dir später alles erklären, versprochen. Nur widerwillig folgte Mary der Aufforderung ihres Mannes. Als Jim Brown keine 10 Minuten später die Leiche von Elwine Jackson fand, alarmierte er sofort die Mordkommission in Helston. Die Kriminalbeamten arbeiteten routiniert. Sämtliche Spuren wurden gesichert. Den Kopf brachte ein Bote nach London. Dort sollte er im Hauptlabor von Scotland Yard untersucht werden. An dem Messer, das der Bucklige nach Jim geworfen hatte, fanden die Forensiker Spuren von Blut. Innerhalb weniger Stunden würde eine Analyse klären, ob es sich bei dem Messer um die Mordwaffe handelte. Der Konstabler musste viele Fragen beantworten, gab jedoch nur eine ungenaue Beschreibung des Buckligen und verschwieg, was er über Dr. Satanos oder das Schloss wusste. Sollte sich herausstellen, dass Tom, der Diener, tatsächlich der Mörder war, dann musste es eine Verbindung zwischen ihm und dem Kopf geben. Jim hatte keine andere Wahl. Was er draußen auf der Landstraße erlebt hatte, konnte er seinen Kollegen unmöglich erzählen. Man hätte ihn für verrückt gehalten. Nein, er würde die Untersuchung selbst in die Hand nehmen müssen und dem Spuk ein für allemal ein Ende bereiten. Das Jahrtausend war noch jung. Die Menschheit hatte der Natur viele Geheimnisse entrissen. Wissenschaft und Technik verdrängten den Glauben an das Übernatürliche. Doch das Böse existierte und lauerte im Verborgenen. Mit endloser Geduld bereitete es den Untergang unserer Zivilisation vor. Säte Zwietracht, Hass und Misstrauen. Es ahnte nicht, dass aus dem Chaos, das es hervorrief, ein Kämpfer emporstieg. Einer, der sich mit allen Mitteln den dunklen Mächten entgegenstellte. Abseits unserer aufgeklärten Welt. Für seine Feinde war er der Sohn des Lichts. Seine Freunde nannten ihn den Geisterjäger. Sein Name war John Sinclair. Sie hat den Kopf mit zu sich nach Hause genommen? Ja, Herr. Und hast du ihn bei ihr gefunden? Nein. Ich musste sie erst fragen. Wie fragen? Als ich ihr Haus durchsucht habe, ist sie wach geworden. Ich habe sie mit dem Messer bedroht. Da hat sie mir den Kopf gegeben. Hat sie? Ja. Den Kopf habe ich dann im Moor versenkt. Und die Alte? Die ist hin. Ich habe ihr die Kehle aufgeschlitzt. Hat dich irgendjemand gesehen? Nein, ganz sicher nicht. Es war ja mitten in der Nacht. Haben alle geschlafen. Du verschweigst mir doch nichts. Nein, wirklich nicht. Das hoffe ich. Der Kopf darf nicht gefunden werden, oder wir haben... Verdammt, wer ist das denn? Sieh mal auf den Monitor. Kennst du den Mann? Ja, das ist Constable Brown. Was will der denn hier? Ja, bitte? Professor Nikolai Kunyasjanov? Oh, Sie kennen meinen wirklichen Namen. Ich bin Constabler Jim Brown. Ach, ja, ich habe bereits von Ihnen gehört. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Ich muss mit Ihnen reden. Bitte, kommen Sie herein. Danke. Ehrlich gesagt bin ich überrascht, dass es jemand aus dem Dorf wagt, mich zu besuchen. Warum? Als ich vor 2 Jahren das Schloss kaufte, wurde ich nicht besonders herzlich in ihre Gemeinschaft aufgenommen. Die Menschen im Dorf pflegen ihre Gewohnheiten. Alles, was ihnen fremd erscheint, lehnen sie zunächst ab. Man braucht etwas Geduld. Ich fürchte, die habe ich nicht. Bitte, setzen Sie sich. Danke. Einen Schluck Wein? Nein, ich bin im Dienst. Oh, Sie lassen sich etwas entgehen. Dieser Brunello ist eine Kostbarkeit.
Aber nur ein halbes Glas, bitte. Gerne. Darf man fragen, woran Sie hier oben arbeiten? Nun, vereinfacht ausgedrückt, untersuche ich die Fehlfunktionen des menschlichen Zellkerns und deren Behebung. Auf die Art und Weise hoffe ich, eines Tages die Menschheit von ihrer größten Geißel zu befreien. Den Krebs? Welche Ironie. Ich versuche, den Menschen zu helfen und sie empfinden meine Nähe als Bedrohung. Wissen Sie, wie man mich unten im Dorf nennt? Ja. Dr. Satanos. Ich hoffe, dieser Name geht eines Tages als belustigende Fußnote in die Annalen der Wissenschaft ein. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, wirklich ausgezeichnet. Nun, Mr. Brown, Sie wollen also mehr über meine Forschung erfahren. Nein, es hat einen Mord im Dorf gegeben. Oh, ich bin entsetzt. Ihr Diener ist der Hauptverdächtige. Tom? Oh, oh, unmöglich. Ist er hier? Nein, aber er kommt bald wieder. Um Gottes Willen, ich kenne Tom. Er ist zwar etwas grob, aber einen Mord traue ich ihm nicht zu. Komisch. Mir ist plötzlich so... Jedenfalls würde er nicht ohne meine ausdrückliche Anweisung morden. Bitte? Nun, es ist ein Merkmal guten Weins, dass er mit zunehmendem Alter seine Qualitäten entfaltet. Um die alte Jackson ist es nicht schade. Zum Teufel! Oh, bekommt Ihnen der Wein nicht? Was haben Sie mit mir gemacht? Mit Ihnen? Gar nichts. Aber... das Glas, aus dem Sie getrunken haben, habe ich mit einem Narkotikum präpariert. Wissen Sie, was Sie da tun? Sie haben ein... Dreht sich Ihnen der Kopf? Keine Sorge. Er wird Sie bald nicht mehr stören. Mary. Er ist noch nicht wieder aufgetaucht, Barney. Mach dir keine Sorgen. Vielleicht verfolgt er nur eine heiße Spur. Nein, er ist bereits seit 6 Stunden da oben. Sein Handy ist ausgeschaltet. Da stimmt etwas nicht. Ganz ruhig, Mary. Er kommt bestimmt bald wieder. Wisst ihr, warum Elwine sterben musste? Es war ein Raubüberfall. Ja, das hat man euch erzählt, um euch zu beruhigen. Der Rest geht mich nichts an. Ihr wollt nicht einmal wissen, was wirklich passiert ist. Ihr seid so feige. Hey, niemand von uns ist feige. Wir sind nur... Sie hat einen Kopf gefunden, Barney. Auf der Straße. Hör auf, Mary. Sie hat Jim aus dem Bett geklingelt. Und er hat den Kopf geholt. Ich wusste, dass sowas eines Tages passieren würde. Ich sagte, hör auf. Und wisst ihr, was mit dem Kopf war? Mary, es reicht. Er hat noch gelebt. Gott. Jim hat es kaum über die Lippen gebracht. Er musste den Kopf aufheben. Die Augen, Barney, die Augen haben sich bewegt. Der Mund hat versucht, Luft zu holen. Gott, wir sind verflucht. Ruhe jetzt! Ich dulde nicht, dass in meinem Gasthaus so geredet wird. Warum? Hast du Angst, dass du das Böse herbeireden kannst? Oder fürchtest du, dein Kopf könnte als Nächster rollen? Halt endlich dein Mundwerk! Was ist los mit euch? Dieser Satan da oben hat Elwine umbringen lassen. Das weißt du nicht. Oh doch, es war sein Tom, dieser Bucklige. Es gibt Beweise dafür. Und jetzt hat er Jim in seiner Gewalt. Jim, wie oft hat er euch geholfen? Und jetzt wollt ihr ihn da oben verrecken lassen? Was verlangst du von uns? Wir können uns nicht mit dem Leibhaftigen anlegen. Aber Jim muss es tun, ja? Er hätte die Geschichte seinen Kollegen aus Helston erzählen können. Ha, was meinst du, hätten die gesagt? Nein, Satanos ist unser Problem. Und ihr seid ein Haufen Feiglinge. Es ist besser, du gehst jetzt, Mary. Mary Brown blickte noch einmal in die Gesichter der Anwesenden. Die meisten wichen ihrem Blick aus. Mary lächelte verächtlich. Dann drehte sie sich um und ging. Wach. Jim Brown stöhnte auf. Er war benommen, fühlte aber keine Schmerzen. Langsam öffnete er die Augen
und stutzte. Er blickte in einen mit Rost überzogenen Eimer, dessen Boden mit etwas Heu bedeckt war. Jim versuchte, sich zu bewegen, aufzustehen. Vergebens. Er drehte den Kopf, sah seine Hand in der Manschette. Und dann traf ihn die Erkenntnis wie ein Hammerschlag. Er lag unter einer Guillotine. Und der Eimer, er war nicht von Rost überzogen, sondern von getrocknetem Blut. Panik wallte in dem Konstabler auf. Er versuchte, sich aufzubäumen. Doch sein Körper war mit Riemen fixiert. Aber, Konstabler, nicht doch. Sie holen sich ja noch blaue Flecken an Ihrem schönen Körper. Sind Sie wahnsinnig? Machen Sie mich los! Später, wenn das Fallbeil unten ist. Mein Tod nützt Ihnen gar nichts. Meine Kollegen werden mich suchen. Und? Tom wird Ihren Wagen die Klippen hinabstürzen lassen. Man wird annehmen, dass Sie einen Unfall hatten. Damit kommen Sie nicht durch. Niemals! Was regen Sie sich denn so auf? Ihr Tod ist doch nicht das Ende. Was? Ihr Kopf wird weiterleben und Sie werden stärker sein als jemals zuvor. Sind Sie jetzt völlig übergeschnappt? Wissen Sie, eigentlich haben Sie großes Glück. Der Kopf, der eigentlich für diese Operation vorgesehen war, war schon lange tot und musste erst langwierig reanimiert werden. Ihr Kopf aber wird frisch transplantiert. Transplantiert? Oh ja. Ihr Gedächtnis wird fast vollständig erhalten bleiben. Ich will hier raus! Lassen Sie mich raus! Oh, die Körper sind soweit. Tom, würdest du bitte den Hebel betätigen? Ja. Nein! Nein! Entspannen Sie sich. Es wird nicht wehtun. Hören Sie auf! Tun Sie das nicht! Jim Brown sah deutlich, wie das Blut nur wenige Zentimeter vor seinem Gesicht die Innenwand des Eimers herablief. Mein Blut. Das ist mein Blut, dachte er noch. Dann begann sich das bizarre Bild vor seinen Augen in ein tiefes, schwarzes Loch zu verwandeln, in das er völlig eintauchte und in dem es kein Denken, kein Fühlen und keine Angst mehr gab. Herein. Guten Morgen, Sir James. Sie sind spät. Es gab einen Stromausfall in meiner Wohnung. Der Wecker hat nicht geklingelt. John? Sind Sie etwa betrunken? Überhaupt nicht. Lügen Sie mich nicht an. Ihre Fahne rieche ich ja durchs ganze Büro. Darf ich mir einen Kaffee nehmen? Diesmal bitte ich sogar darum. Danke. John, was ist los mit Ihnen? Nichts, was soll los sein? Sie sind in letzter Zeit unpünktlich, Ihre Berichte unvollständig und nun das. Wissen Sie, was Trunkenheit im Dienst für Konsequenzen haben kann? Die fehlenden Berichte habe ich nachgereicht und das mit der Unpünktlichkeit wird nicht mehr vorkommen. Ich mache mir Sorgen um Sie. Hat Mr. Parker mein psychologisches Gutachten inzwischen eingereicht? Ja. Und? Es ist vorbildlich. Sehen Sie? Was soll ich sehen? Das Gutachten trieft vor Anerkennung und Wohlwollen. Entweder Sie sind diesem Polizeipsychoknilch bis zum Anschlag in den Hintern gekrochen. Sir James. Oder Sie haben ihn bestochen. Aber das wäre doch illegal. Ich weiß wirklich nicht, ob ich Ihnen in Ihrem Zustand den nächsten Fall anvertrauen kann. Geht es um den Mord und den abgetrennten Kopf? Sie haben den Bericht gelesen? Sir James. Vielleicht habe ich in der letzten Nacht ein Glas zu viel getrunken, aber deshalb bin ich noch lange nicht pflichtvergessen. Hier. Dies sind 8 Vermisstenmeldungen aus Cornwall. Niemand hat den einzelnen Fällen besondere Beachtung geschenkt. Gemessen an den Personen, die im Laufe der letzten 2 Jahre in England verschwunden sind, ist das kein Wunder. Aber? Ich habe die Meldungen mit denen aus den 10 Jahren davor verglichen. Und? Es gab nur 2. Und beide Fälle wurden lückenlos aufgeklärt. Von diesen 8 hier aus den letzten 2 Jahren fehlt hingegen jede Spur. Sie vermuten einen Zusammenhang zwischen den Vermissten und dem Kopf? Keine Vermutung. Der Kopf gehört zu einem der Vermissten. Oh. Und da ist noch etwas. Der Kopf stellt unsere Labors vor Rätsel. Er hat offenbar in einer Flüssigkeit gelegen, die unsere Experten nicht analysieren können. Wie meinen Sie das?
Es ist eine mit Elektronen aufgeladene Substanz, ähnlich einer Batteriesäure. Aber sie konserviert den Kopf und nimmt regenerativen Einfluss auf die einzelnen Organe. Regenerativ? Leider zerfällt die Flüssigkeit unaufhaltsam. Sicher scheint nur eins. Wer auch immer den Kopf besessen hat, hat mit ihm experimentiert. Und der Mörder von Elwine Jackson ist in die Sache direkt involviert. In Ihrem Bericht steht, dass der Constable den Mörder nicht identifizieren konnte. Da haben wir das nächste Problem. Constable Brown ist seit gestern Nachmittag verschwunden. Wie verschwunden? Seine Frau wollte am Telefon nicht ins Detail gehen. Fest steht nur, dass sie kein großes Vertrauen in die Kollegen aus Helston hat. Sie hat uns um Hilfe gebeten. Also schön, dann werde ich mich mal in Cornwall umsehen. Nein, Sie werden nach Hause fahren und sich ausschlafen. Dann können Sie nach Cornwall aufbrechen. Aber ich bin doch wieder... Sie tun, was ich Ihnen sage. Noch zehren Sie von Ihren Erfolgen der letzten Woche. Aber lange sehe ich nicht mehr zu, wie Sie sich selbst kaputt machen. Haben Sie verstanden? Sir James, ich... Ob Sie mich verstanden haben? Natürlich, Sir James. Was soll das heißen? Er ist nicht mehr da. Hat mein Kurier etwa... Nein. Die Übergabe hat reibungslos funktioniert. Die Schuld trifft alleine meine Mitarbeiter. Er war so töricht, den Kopf im Moor zu verlieren. Wie ärgerlich. Das Reanimationsplasma war stabiler als je zuvor. Dieser Kopf war eine meiner besten Arbeiten. Da bin ich mir sicher, Marvin. Du hast in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Danke, Meister. Marvin... Vielleicht ist es an der Zeit, dich in die letzten Geheimnisse meiner Arbeit einzuweihen. Ist das Ihr Ernst? Von all meinen Schülern warst du immer der eifrigste und der loyalste. Bald schon wird mein Werk vollendet sein. Ich brauche jemanden, der dort weitermacht, wo ich einst aufhören werde. Meister, wenn Sie es wünschen, komme ich sofort zu Ihnen. Gut. Dann mach dich bereit, Dinge zu lernen, von denen diese verweichlichte, ignorante Welt da draußen nicht einmal zu träumen wagt. Ja, bitte. Guten Tag. John Sinclair, mein Name. Hier, mein Ausweis. Ich bin Jeff Brown. Sie sind wegen meines Vaters hier? Richtig. Kommen Sie rein. Danke. Meine Mutter erwähnte, dass jemand vom Yard kommen würde. Haben Sie inzwischen etwas von Ihrem Vater gehört? Nein, er ist immer noch verschwunden. Haben Sie denn eine Ahnung, wo er sein könnte? Nein, ich... Er ist auf dem Schloss. Mutter! Jeff, ich habe mich entschlossen, den Herrn Inspektor in alles einzuweihen. Mutter, du kannst ihm nicht alles sagen. Was glaubst du? Vertrau mir, Junge. Entschuldigen Sie, Mr. Sinclair nehme ich an? Ja. Mary Brown. Mein Sohn Jeffrey ist erst vor 10 Minuten aus Cambridge hier eingetroffen. Er studiert dort. Ich habe ihn hergebeten, damit er mir zur Seite steht. Er weiß noch nichts von Ihrer Spezialabteilung. Spezialabteilung? Mr. Sinclair ist kein gewöhnlicher Inspektor, Jeff. Ach ja? Mr. Brown, ich beschäftige mich hauptsächlich mit Fällen, die mit normalen Methoden nicht zu lösen sind. Nach dem, was mein Vorgesetzter mir berichtet hat, geht es bei dem Verschwinden Ihres Vaters nicht mit rechten Dingen zu. Sie haben ja keine Ahnung. Hören Sie, Mr. Sinclair, ich glaube Ihnen ja, dass Sie ein guter Profiler oder sowas sind. Aber was hier geschieht, dürfte Ihre Kompetenzen doch überschreiten. Ich bin kein Profiler. Das heißt, ich verfüge über keine zweifelhaften Begabungen, wenn Sie das meinen. Ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Daher wäre es nett, wenn Sie mir mit dem gleichen Respekt begegnen könnten, wie ich Ihnen. Also schön. Bitte, Junge. Hol den Tee aus der Küche. Wir haben Mr. Sinclair einiges zu erzählen. Ich hörte Mrs. Brown und ihrem Sohn aufmerksam zu. Es war ganz offensichtlich, dass die Angst vor dem Besitzer des Schlosses in dieser kleinen Gemeinde umging. Und vieles von dem, was mir die beiden erzählten, klang nach Aberglauben und Dorfgerede. Sondierte man aber die Fakten, dann führte die Spur direkt zu dem Burgherrn, Dr. Satanos, wie man ihn hier nannte. Vielleicht hatte er seinen Diener sogar mit dem Mord beauftragt.
Was auch immer da oben in dem Schloss vor sich ging, ich musste es herausfinden. Und zwar alleine. Denn einen aufbrausenden jungen Studenten konnte ich bei meinen Ermittlungen nicht gebrauchen. Glauben Sie uns, Mr. Sinclair? Ja, und ich werde alles daran setzen, Ihren Mann zu finden. Dann gehen Sie auf das Schloss? Auf jeden Fall. Ich komme mit. Einverstanden. Jeff, du kannst doch nicht... Oh doch. Also, wie sollen wir vorgehen? Ich werde meine Kollegen vom Yard auf diesen Dr. Satanos ansetzen. Ich will wissen, wer er ist und woher er kommt. Gute Idee. Dann werde ich mir Karten vom Schloss besorgen. Wissen Sie, wie wir unbemerkt da hochkommen? Es gibt einen Weg über den Hang, aber der ist im wahrsten Sinne des Wortes mörderisch. Dann müssen wir es anders versuchen. Ich werde alles vorbereiten und hole Sie morgen früh um Punkt 7 hier ab. Was denn? Erst morgen? Es geht nicht anders. Wenn Dr. Satanos wirklich so gefährlich ist, wie ich annehme, dürfen wir ihm nicht wie Amateure ins offene Messer laufen. Das verstehe ich. Gut. Seien Sie morgen ausgeschlafen, wenn ich Sie abhole. Auf jeden Fall. Wo wollen Sie denn übernachten, Mr. Sinclair? Ich habe auf dem Weg hierher ein Gasthaus gesehen. Wenn Sie möchten, können Sie auch hier. Du hast doch gehört, dass er noch viel zu tun hat. Lass ihn doch in Ruhe seine Sachen erledigen, Mom. Ihr Sohn hat recht, Mrs. Brown. Aber danke für das Angebot. Keine Ursache. Bis morgen dann. Bis morgen. Sag mal, was fällt dir ein? Du kannst den Typen doch nicht hier schlafen lassen. Warum nicht? Dieser Sinclair ist ein Sesselfurzer. Der hat doch keine Ahnung. Ich warte jedenfalls nicht bis morgen. Du willst zum Schloss? Ich kenne den Weg über den Hang. Mir wird schon nichts passieren. Nein, Junge. Bitte tu mir das nicht an. Mein Entschluss steht fest, Mom. Jeffrey! Woher weißt du, wo der Schlüssel zum Waffenschrank liegt? Glaubst du im Ernst, dass Eltern Geheimnisse vor ihren Kindern haben können? Ich bin hier groß geworden, Mom. Aber du kannst doch nicht... Dad ist in Gefahr. Er braucht mich. Und zwar jetzt. Gott, Kind! Leg die Pistole weg. Die gehört deinem Vater. Ganz genau. Und ich werde sie ihm bringen. Und da sind Sie absolut sicher? Ja, ich habe die Daten von zwei unabhängigen Quellen prüfen lassen. Du liebe Zeit, dann fürchten die Menschen hier diesen Dr. Satanos nicht grundlos. Sicher nicht. John, nehmen Sie sich in Acht. Niemand weiß, was er auf seinem Schloss für Teufeleien ausheckt. Ich bin vorsichtig, Sir James. Danke für die Informationen. Bis bald, John. Na, wenn das mal gut geht... Hey, was machen Sie hier? Ahoi. Sagen Sie, wissen Sie, wo ich hier ein Boot bekomme? Ja. Ah, verstehe. Und wo bekomme ich ein Boot? Na, bei mir. Gut, dann möchte ich gern eins mit Motor leihen. Kommen Sie morgen früh wieder. Ich möchte aber noch heute rausfahren. Heute? Es wird bald dunkel. Ich habe keine Angst im Dunkeln. Und außerdem zieht ein Unwetter auf. Aus Zucker bin ich auch nicht. Was wollen Sie denn noch so spät da draußen? Angeln. Jetzt werden Sie mal nicht komisch, Sie. Also schön, ich möchte die Küste absuchen. Wonach? Nach einer Möglichkeit, unentdeckt auf das Schloss zu gelangen. Das Schloss? Was dagegen? Sind Sie lebensmüde, Mann? Warum? Ja, wissen Sie denn nicht, wer da oben sein Unwesen treibt? Und ob, ein gewisser Nikolai Kunjastjanov. Wer? Man nennt ihn auch Dr. Satanos. Sind Sie etwa ein Freund von ihm? Wohl eher das Gegenteil. Ich komme von Scotland Yard. Dieser Mann steht unter dringendem Verdacht, an einem Mord beteiligt zu sein. Sie sind vom Yard? Hier, mein Ausweis. Aber Sie können den Kerl doch nicht einfach so festnehmen. Das habe ich auch nicht vor. Hören Sie, ich bin für solche Einsätze ausgebildet worden. Ich muss in dieses Schloss. Dann kann ich Dr. Satanos dingfest machen. Dazu brauche ich allerdings ein Boot. Das Boot allein wird Ihnen kaum helfen. Warum nicht? Na, weil der einzige Geheimgang zum Schloss unter Wasser liegt. Ein Geheimgang? Ich kenne diese Gegend wie kaum ein anderer. Wissen Sie, Blyton war mal ein sehr schöner Ort, bevor dieser Teufel sich da oben eingenistet hat. Ich war früher oft auf dem Schloss. Ja, man hat von da oben einen fantastischen Ausblick. Können Sie mir sagen, wo dieser Geheimgang liegt? Nein, aber ich kann Sie hinbringen. Brauche ich eine Taucherausrüstung? Ja, aber die können Sie bei mir nur kaufen, nicht leihen. Warum? Ja, weil ich Sie höchstwahrscheinlich nicht lebend wiedersehen werde. Sie machen mir Mut.
Es ist unglaublich, er lebt, genau wie die anderen. Ja, Tom, 6 Operationen. Und jedes Mal sind die Werte perfekt. Ich muss nur noch die Schädeldecke verschrauben und... Verdammt, was ist denn jetzt los? Da kommt einer über den Hang geklettert. Ausgerechnet jetzt. Weißt du, wer das ist? Nein, den habe ich noch nie im Dorf gesehen. So ein junger, frischer Körper kommt mir vielleicht gar nicht ungelegen. Kümmere dich um ihn. Soll ich ihn umbringen? Nein, erst muss ich wissen, was er hier will. Okay, das wäre geschafft. Keuchend kauerte sich Jeff Brown in den Schatten der Schlossmauer. Er hatte den Hang und den Wall ohne größere Probleme überwunden. Aber er wusste, dass der gefährlichste Teil seines Plans noch vor ihm lag. Verstohlen blickte er über den Schlosshof. Er war leer und verlassen. Alles war friedlich und ruhig. Vorsichtig huschte Jeff von Deckung zu Deckung und umrundete so das Schloss. Als er sich dem großen Eingangsportal näherte, hielt er plötzlich inne. Da war ein Mann. Er trug einen weißen Kittel, war groß, kräftig. Aber etwas stimmte mit ihm nicht. Der Gang des Mannes wirkte irgendwie steif und ungelenk. Wie ein Roboter. Mit seinen eckigen Schritten und den Kopf starr gerade ausgerichtet, ging der Unheimliche auf die schwere Eichentür zu und öffnete sie. Jeff biss sich vor Aufregung auf die Unterlippe. Der Mann war im Innern des Schlosses verschwunden, hatte die Tür aber offen gelassen. Das war die Gelegenheit. Der junge Mann nahm all seinen Mut zusammen, hastete geduckt über den Hof und schlüpfte beinahe lautlos durch den Türspalt. Nicht ahnend, dass er damit Dr. Satanos direkt in die Falle gelaufen war. Wie weit ist es noch? Wir sind bald da. Sind Sie fertig? Sauerstoff und Luftventil sind gecheckt. Von mir aus kann's losgehen. Sie müssen Obacht geben da unten. Die Öffnung zum Kanal ist kaum mannsbreit. Und unterschätzen Sie die Strömung nicht. Man kann sich leicht an den spitzen Vorsprüngen in den Felswänden die Haut aufreißen. Danke für den Tipp. Wie lang ist der Kanal? Etwa 50 Yards. Aber es wird Ihnen kürzer vorkommen. Durch die Strömung werden Sie schnell werden wie ein Torpedo. Und was erwartet mich dann? Sie werden am Fuß eines Geheimgangs landen, der bis hinauf zum Schloss führt. Durch eine Klappe in der Decke gelangen Sie in den Keller. Perfekt. Für jemand, der lebensmüde ist, bestimmt. Na, da hat sich ja einiges verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Jeff Brown hatte eine barocke Halle betreten. In der Mitte sah er einen schweren, ovalen Esstisch, um den herum mehrere prunkvolle Stühle standen. Auf dem Tisch brannten 7 Kerzen in einem silbernen Kandelaber. Die kleinen Flammen tauchten die Halle in ein trübes Halbdunkel. Doch weder die Ausstattung noch das diffuse Licht erregten Jeffs Aufmerksamkeit. Vielmehr war es dieser eigenartige, süßliche Geruch. Leichengeruch. Plötzlich bildete sich Schweiß auf der Stirn des jungen Mannes. Ihm war klar gewesen, dass ihn hier unangenehme Entdeckungen erwarten könnten. Doch nun wäre er am liebsten umgekehrt und zurück zu... Jeff fuhr auf dem Absatz herum, fürchtete, dass jemand hinter ihm stand. Doch da war nur die Tür, die mit einem lauten Krachen ins Schloss gefallen war. Wird wohl der Wind gewesen sein, beruhigte sich Jeff. Innerlich verfluchte er sich dafür, dass er so laut geschrien hatte. Er musste sich zusammenreißen. Jeff schluckte. Dann schlich er langsam um den Tisch herum auf die breite Holztreppe zu, die zu einer Galerie führte. Ganz ruhig, Junge. Jetzt nur nicht die Nerven verlieren. Wo wollen Sie denn hin? Einfach in mein Domizil einzubrechen, gehört sich nicht! Die Stimme war aus Lautsprechern erklungen, brach sich an den hohen Wänden. Und dann hörte Jeff die Schritte. Nein. Das blanke Grauen packte ihn, als er den geheimnisvollen Mann plötzlich wieder sah. Mit stachsigen Schritten kam er die Holztreppe hinab, fixierte Jeff mit starrem Blick. Auf dem Schlosshof hatte der Mann nichts bei sich gehabt. Oh Gott. Nun aber trug er ein Schwert in seiner Rechten. Oh Gott. Jeff zögerte keine Sekunde, hastete zur Tür und zog an der Klinke. Verschlossen. Aufmachen! Ich will hier raus! Geben Sie sich keine Mühe! Folgen Sie den Mann zurück! Vielleicht hole ich das sogar. Wenn du mir sagst, wer du bist und was du hier willst. Der Mann mit dem Schwert kam näher, durchquerte die Halle. Verdammt! Jeffs Hand glitt wie von selbst in das Innere seiner Jacke. Und im nächsten Augenblick zielte er mit der Mündung der Mark IV auf den Unheimlichen. Schieße! Schieße!
Ich tue es wirklich! Stehen bleiben! Das darf doch nicht! Der Mann reagierte nicht einmal auf die Schüsse. Die Kugeln prallten einfach von ihm ab. Nur wenige Yards trennten die beiden. Und da erwachte in Jeff Brown der Lebenswille. Er sprang auf den Tisch zu, packte eine der Stühle und schmetterte ihn gegen den Kopf des Wesens. Jeff erstarrte vor Entsetzen. Die Wucht seines Schlages hatte den Kopf des Mannes glatt vom Hals gerissen. Völlig orientierungslos drehte sich das Monstrum um die eigene Achse. Die Fliehkraft schleuderte den lose an einigen Fäden hängenden Kopf hin und her. Blut spritzte, Drähte ragten aus der Wunde, Funken sprühten. Oh Gott! Damit hast du dein Ende besiegelt. Aber das ist doch nicht möglich! Das ist doch... Jeff hörte das Pfeifen, roch das Gas. Und noch ehe der junge Mann begriff, was mit ihm geschah, versagten ihm die Beine. Jeff Brown spürte nicht einmal, wie er hart auf den Boden prallte. Dr. Satanos hatte sein nächstes Opfer gefunden. Dieser verdammte Hurensohn. Tom, warte noch einen Moment, bis ich das Gas wieder abgesaugt habe. Dann schaff diesen Bastard unter die Guillotine und... Was ist denn jetzt schon wieder? Sehen Sie, Herr, auf dem Monitor. Da kommt jemand durch den Kanal geschwommen. Was zum Henker ist denn heute nur los? Haben wir hier den Tag der offenen Tür? Ich kann das übernehmen. Ich habe mehr als genug Zeit, bis der Typ den Geheimgang hochgegangen ist. Also schön. Finde, wenn möglich, heraus, was das für ein Penner ist und erledige ihn. Mein Schüler wird bald hier eintreffen. Bis dahin will ich mit den OPs fertig sein. Von jetzt ab dulde ich keine weitere Störung. Hätte ich in der letzten Woche doch mehr trainiert. Ich war überrascht, wie beschwerlich der Weg war. Der Geheimgang führte relativ steil bergauf. Zudem war der Boden steinig und an vielen Stellen von glitschigem Moos überzogen. Es roch modrig, doch je weiter ich kam, desto stärker blies mir kalter, frischer Wind ins Gesicht. Ein Zeichen dafür, dass ich mich meinem Ziel näherte. Der Strahl meiner Taschenlampe hatte in den letzten Minuten an Kraft verloren. Ich hoffte inständig, dass die Batterien halten würden. Denn meine kleine Bleistiftlampe, die ich zusätzlich bei mir trug, würde kaum genug Licht spenden und... Ich hatte den Buckligen nicht kommen sehen. Reflexartig hechtete ich zur Seite. Die Fäuste des Angreifers gingen ins Leere. Von der eigenen Wucht getrieben stolperte der Mann, stürzte zu Boden. Sofort sprang ich auf den Buckligen zu und nahm ihn in den Polizeigang. Ganz ruhig, Kamerad. Du brichst mir den Arm. Noch nicht, aber bald. Wenn du mir nicht sofort einige Fragen beantwortest. Das hier ist Privatbesitz. Ich soll doch bloß den Eingang bewachen. Erzähl das deiner Großmutter. Bist du der Diener von Kunjastjanow? Ja. Ja! Hat er dir aufgetragen, Irvine Jackson zu töten? Wen? Ich frage kein zweites Mal. Nein! Nein, ich habe nichts damit zu tun! Wer dann? Meine Zwillingsschwester! Jetzt reicht mir aber lang. Völlig überraschend hatte der Bucklige seinen Kopf nach hinten geworfen und mir dann fast die Nase gebrochen. Ich taumelte, Sterne blitzten vor mir auf. Verschwommen sah ich den Mann auf mich zurennen. Ich ließ mich fallen und hebelte mit den Beinen meinen Widersacher über mich hinweg. Stille. Ich wartete einige Minuten, bis der glitzernde Vorhang vor meinen Augen verflogen war. Dann raffte ich mich auf und erstarrte. Der Bucklige war mit der Stirn gegen die scharfkantige Felswand geprallt. Sein Kopf war zertrümmert. Es war ein scheußlicher Anblick. Erschöpft hob ich meine Taschenlampe wieder auf und ging den Weg weiter. Und damit direkt in die Höhle des Löwen. Jeff Brown blinzelte, begriff nicht, wo er war. Er sah den Eimer, das Heu. Verwirrt blickte er um sich, versuchte sich zu orientieren. Ihrem Ausweis nach zu urteilen, sind Sie also der Sohn des Constablers. Wo bin ich hier? Sie befinden sich in einer der modernsten Forschungseinrichtungen unserer Zeit. Auch wenn das Accessoire, unter dem Sie da liegen, eher mittelalterlich anmutet. Gott, das ist ja... Eine Guillotine, ganz richtig. Was soll das?
Lassen Sie mich hier raus! Beruhigen Sie sich, Mr. Brown. Ich verstehe ja, dass Sie Ihre momentane Situation leicht überfordert, aber glauben Sie mir, das Opfer, das ich Ihnen abverlange, ist in Anbetracht der wissenschaftlichen Bedeutung meiner Forschung geradezu ein Fürzlein im Winde. Sie sind ja wahnsinnig! Ich will hier raus! Sofort! Später. Wenn Ihr Kopf transplantiert wurde... Transplantiert? Wie sehr manche Kinder doch nach ihren Eltern schlagen. Ich hatte fast die identische Konversation mit ihrem Vater. Mein Vater? Wo ist er? Sie wollen ihn sehen? Mit einem süffisanten Lächeln griff Dr. Satanos nach einer Art Fernbedienung und drückte einige Knöpfe. Wenige Sekunden später öffnete sich eine Tür. Jeff Brown hatte den Eindruck, sein Innerstes würde schockgefrieren. Durch die Tür traten 5 Männer, die allesamt in lange weiße Kittel gekleidet waren und mit starrem, ausdruckslosen Blick in das Labor schlurften. Angeführt wurde die gespenstische Gruppe von... Jeff konnte nicht glauben, was er sah. An der Spitze lief sein Vater. Dad! Aber dessen Gesicht war nicht mehr das gleiche wie früher. Es war blass, die Gesichtszüge erstarrt, als sei jedes Leben daraus gewichen. Wie heißt es doch so schön... Ein Vater sollte seinem Kind Vorbild sein. Dad! Satanos drückte erneut einige Knöpfe auf dem Control-Panel und sprach dann laut und deutlich in das Mikrofon, das am Kopf des kleinen Geräts angebracht war. Jim Brown, ich befehle dir, die Guillotine zu bedienen. Nein! Nein! Das darfst du nicht tun! Versuchen Sie es gar nicht erst. Ihr Vater gehorcht mir aufs Wort. Wetten? Dad! Was hat er nur mit dir gemacht? Bleib stehen! Das Wesen schritt schwerfällig auf die Guillotine zu und legte mit einer ruckartigen Bewegung seine Hand an den Hebel, der das Fallbeil auslöste. Dad, was tust du denn da? Sehr gut so. Und jetzt leg den Hebel um. Nein! Dad, nicht! Bitte tu es nicht! Na los! Nun mach schon! Bitte, Dad! Du darfst mich nicht töten! Was soll das? Ich habe dir befohlen, den Hebel umzulegen. Du musst mir gehorchen. Das Geschöpf blickte verwirrt zu Dr. Satanos. Und dann wieder zu Jeff. Und zum ersten Mal konnte der Junge eine Regung im Gesicht seines Vaters erkennen. Ein Zögern. Das Wesen sah zum Fallbeil auf, schien plötzlich zu begreifen, was hier vor sich ging, und nahm seine Hand wieder von dem Hebel. Das darf doch nicht. Gehorchst du mir wohl, du elende Missgeburt? Anstatt Satanos Worten zu folgen, legten sich die Finger des Wesens um den Schraubverschluss der Manschette, die Jeff festhielt. Ihr anderen, stoppt ihn! Reißt ihm den Kopf von den Schultern! Die 4 Kreaturen setzten sich in Bewegung. Das Wesen, das einmal Constable Jim Brown gewesen war, versuchte den Verschluss noch schneller zu lösen. Aber seine unkoordinierten Bewegungen ließen dies nicht zu. Als die 4 ihn packten, glaubte Jeff so etwas wie Angst in den Augen seines Vaters zu lesen. Die Hände waren überall, zerrten an Armen, Beinen und am Kopf. Die Naht am Hals platzte an mehreren Stellen auf. Blut und gelbes Sekret spritzten aus den Wunden. Mit einem dumpfen, hässlichen Knacken löste sich der Kopf vom Torso. Dann ließen die unheimlichen Geschöpfe von ihrem Opfer ab. Satanos schritt mit vor Wut leuchtenden Augen auf die Guillotine zu. Ich habe einen Fehler begangen. Ich hätte nie ein so frisches Hirn verpflanzen dürfen. Es war noch zu viel von der Identität Ihres Vaters darin gespeichert. Aber keine Sorge, Ihnen werde ich dieses Schicksal ersparen. Nicht! Lassen Sie das! Gute Nacht, Mr. Brown. Nehmen Sie die Hand da weg. Na los! Wer zum Henker sind Sie? Ja. Das war meine letzte Warnung. Die nächste Kugel trifft. Weg von der Guillotine! Also schön. Ich beuge mich der Gewalt. Sehr schön so. Und jetzt... Vorsicht! Was? Ich hatte nur einen Schatten gesehen. Das Wesen musste aus einem Seitengang gekommen sein. Obwohl der Hieb irgendwie unkoordiniert wirkte, riss mich die Wucht glatt von den Beinen. Mit der Schulter prallte ich auf den Boden, verlor meine Beretta. Aha, eine Beretta. Vielen Dank. So eine fehlte mir noch in meiner Sammlung. Was soll das? Was ist das hier? Ich stelle hier die Fragen. Wer sind Sie? Mein Name ist John Sinclair. Ich bin Inspektor bei Scotland Yard. John Sinclair? Wie sind Sie hier reingekommen? Durch einen Unterwasserkanal. Ach, Sie sind das? Aber mein Diener sollte Sie doch... Der Bucklige? Der ist tot. Ich habe ihn erledigt. Sie haben was? Es ist vorbei. In diesem Moment stürmt eine Hundertschaft von Polizisten den Weg zum Schloss hoch. Ach ja? Die gesamte Anlage wird von meinen Kameras überwacht. Von ihrer Hundertschaft sehe ich aber keine Spur. Haben die sich vielleicht verlaufen? Nein, die tragen Tarnanzüge.
Ich mag Menschen, die selbst im Angesicht des Todes ihren Humor bewahren. Leider ist Ihrer nicht sehr gut. Wen wollen Sie eigentlich beeindrucken? Ihre Tricks hier reichen ja nicht einmal für den Zirkus. Ich arbeite nicht mit Tricks. Ach nein? Wann werden Sie endlich einsehen, dass Sie kein Iwan Orgow sind und auch nie einer sein werden, Professor Kunyasjanow? Oh, Sie scheinen mich aber gut zu kennen. In der Tat, ich habe einiges über Sie herausgefunden. Sie und Orgow haben in Minsk lange zusammengearbeitet, aber dann ist er Ihnen davongezogen, nicht wahr? Orgow war ein Genie. Aber er hat versucht, sich die letzte Wahrheit mit schwarzer Magie zu erkaufen. Ach, und was machen Sie? Ich bin Wissenschaftler. Sie werden immer eine kleine Nummer bleiben im Vergleich zu dem, was Orgow erreicht hat. Eine kleine Nummer? Auf die Beine mit Ihnen! Na los! Was haben Sie vor? Ich werde Ihnen zeigen, was ich alles erreicht habe. Durch die Tür dort, na los! Und keine falsche Bewegung. Ich bin ein guter Schütze. Was ist das denn? Dies ist mein Operationsraum. Hier habe ich die Subjekte präpariert. Sie meinen die Vermissten, die Sie umgebracht haben? Nicht umgebracht, veredelt. Sehen Sie, es ist schon alles für das nächste Experiment vorbereitet. Was dort in der Flüssigkeit liegt, ist der Körper von Constabler Brown. Was sind das für Drähte? Oh, der menschliche Körper ist eine ziemlich unzuverlässig arbeitende Maschine. Ich habe einige Schwachstellen ausgemerzt. Soll das heißen, Sie erschaffen hier Cyborgs? Es ist nur die erste Generation. Der Chip, den ich in die Hirne einsetze, damit meine Geschöpfe mir gehorchen, arbeitet noch nicht einwandfrei. Aber auch auf diesem Gebiet habe ich in den letzten Wochen große Fortschritte erzielt. Sie sind ja krank. Was für entsetzliches Leid verursachen Sie hier, Dr. Satanos? Jeder Heilung eilt der Schmerz voraus, Sinclair. Aber Moment mal. Jetzt weiß ich, woher ich Ihren Namen kenne. Sie haben Orgow zur Strecke gebracht. Er ist gescheitert und Sie werden ebenfalls scheitern. Oh nein. Wissen Sie, was ich mit Ihnen vorhabe? Na, warte. Jeff Brown zog unablässig an seiner Rechten. Sein Vater hatte die Manschette etwas gelockert. Wenn Jeff seine Hand frei bekam, könnte er den Verschluss ganz öffnen. Geschafft. Blind fanden Jeffs Finger die Flügelschraube, drehten fieberhaft immer weiter an der Windung. Na, warte. Dir werde ich's zeigen. Innerhalb von wenigen Sekunden hatte er sich befreit. Die roboterartigen Gestalten rührten sich nicht, standen einfach nur stumm da und starrten ins Leere. Jeff suchte nach etwas, das er als Waffe benutzen konnte. Da entdeckte er die Fernbedienung, über die Dr. Satanos seine Geschöpfe gesteuert hatte. Er schlich zu dem Pult, nahm das kleine Gerät und warf es in einen Behälter mit der Aufschrift Säure. Wie auf einen unsichtbaren Befehl reagierend, stolperten die Wesen plötzlich orientierungslos umher, warfen dabei Tische und technisches Gerät. Was zum Teufel? Wir hörten die Geräusche aus dem Nebenraum. Satanos war für eine Sekunde abgelenkt. Das war meine Chance. Ich stürzte auf den Professor zu, wollte meine Beretta greifen. Ich hatte den alten Mann unterschätzt. Mit einer blitzschnellen Bewegung schlug er mir die Beretta gegen die Stirn. Wieder sah ich Sterne, stützte mich an der Wand ab, während Satanos aus dem OP rannte. Was hast du gemacht? Wo ist das Kontrollpanel? Ich löste dich gerade auf, Monster! Narr, willst du uns alle umbringen? Ich taumelte Satanos hinterher und damit mitten hinein in das Chaos. Die humanoiden Roboter spielten völlig verrückt. Einer verfing sich in einem Kabelstrang. Leitungen rissen. Gleißende Blitze sprühten aus den Maschinen. Feuer brach aus. Satanos blickte verwirrt um sich, wusste nicht, wo er das Durcheinander zuerst stoppen sollte. Hey, wir müssen hier raus. Kommen Sie, ich kenne den Weg. Nein, wartet, ihr dürft nicht. Hier lang, schnell. Wir rannten aus dem Labor, dann die Treppe hinauf. Hier lang. Jeff führte mich durch mehrere Räume und Hallen, bis wir das ausladende Foyer des Schlosses erreichten. Schnell. Das gesamte Gebäude wurde von einer gewaltigen Explosion erschüttert. Putz rieselte von der Decke. Mit langen Sätzen erreichten wir die Eingangstür. Oh Mann. Ab morgen gehe ich wieder trainieren. Meinst du, das Schloss wird einstürzen? Gut möglich. Wir sollten von hier verschwinden. Kommen Sie. Ich glaube, wir können jetzt den direkten Weg zum Dorf nehmen. Ja, so wie es aussieht, ist die Gefahr, die von diesem Dr. Satanos ausging, ein für alle Mal gebannt. Jeff? Oh Gott.
Jeff, was ist los? Mein Vater. Sie haben ja keine Ahnung, was dieser Kerl mit ihm macht. Mr. Sinclair! Mein Bein! John! Hab ich euch doch noch erwischt. Laufen Sie! Machen Sie das hier! Nein! Ihr bleibt schön, wo ihr seid. Was soll das? Geben Sie endlich auf! Aufgeben? Ihr habt vielleicht meine Arbeit zunichte gemacht, aber das kann mich nicht aufhalten. Ich werde anderswo neu beginnen. Nehmen Sie die Waffe runter. Natürlich. Wenn ihr tot seid. Satanos legte auf Jeff Brown an, krümmte langsam seinen Finger. Jeff blickte panisch um sich, suchte nach einer Fluchtmöglichkeit. Keine Deckung, Mr. Brown. Machen Sie Ihre Rechnung mit dem Himmel. Nein, bitte nicht. Das Stahlmantelgeschoss verließ mit ungeheurer Geschwindigkeit den Lauf und bohrte sich in die Brust des irren Wissenschaftlers. Lass meinen Sohn in Ruhe, du Dreckskerl! Die zweite Kugel traf Satanos in die Stirn. Wie ein Spielball flog er durch die Luft, krachte mit dem Rücken auf den Boden und blieb reglos liegen. Jeff! Mom! Geht es dir gut, mein Junge? Ja. Aber Mr. Sinclair hier braucht Hilfe. Jeff, dein Vater? Nein, Mom. Oh Gott! Mom! Nein! Mom. Jeff Brown nahm seine Mutter in den Arm. Die beiden hielten sich minutenlang fest. Ich schwieg. Nur das Schluchzen Mary Browns hallte über den Schlosshof. Und durch meinen Kopf hämmerte immer wieder die gleiche Frage. Warum? Ich blieb noch 2 Tage in Blyton. Die Wunde an meinem Bein war nicht so schlimm, wie ich zunächst vermutet hatte. Ein glatter Durchschuss. Der ansässige Arzt leistete gute Arbeit, sodass ich nicht einmal in ein Krankenhaus musste. Sir James schickte 3 Kollegen, die sämtliche Spuren im Schloss sichern und auswerten sollten. Leider war ihnen jemand zuvor gekommen. Die wenigen nicht verbrannten Unterlagen waren verschwunden, ebenso wie einige Chemikalien und Werkzeuge. Damals ahnte ich nicht, dass mir Jahre später der Erbe von Dr. Satanos grausamer Hinterlassenschaft das Leben zur Hölle machen würde. Mit Experimenten, die denen des Professors an Grausamkeit in nichts nachstanden. Als ich schließlich in London ankam, hielt mich eine seltsame, ernste Stimmung gefangen. Wieder hatte ich gegen einen übermächtigen Gegner kämpfen müssen. Und ich wurde das Gefühl nicht los, dass noch weitere folgen würden. So geschwächt wie in Blyton, wollte ich meinen Feinden nicht mehr gegenübertreten. Eine gute Entscheidung, wie sich schon sehr bald herausstellen sollte.